Schauen wir mal ganz kurz in dieses wunderschöne Schloss rein. So, wir schauen uns heute Architectural Digest an und reagieren auf dieses wunderbare Schloss. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu einem französischen Schloss sagt, meine Freunde. Der hat sich einfach ein Schloss gekauft, der Ehrenbruder, Digga. Der hat sich einfach ein Schloss gekauft. Oh, de Grand Lusay. Ja. Imagine, Digga, imagine, das ist dein Haus. Imagine einfach, du wohnst in einem alten Barockschloss, Digga. Junge, wie fucking wild der Shit, Digga. Für den Flex einfach, für den Drip, Junge. What the fuck, Alter? Wie geil ist das bitte? I owned another chateau in the Loire Valley. And I'd always driven by the Chateau de Grand Lusay. Er hat ja schon mal ein Chateau gehabt. Always sort of loved it because it's considered. Digga, das gehört, das ist das Schloss und das gehört noch mit dazu. Und das ganze Dorf und die Dorfbewohner hat da mitgekauft, Digga. Die müssen jetzt alle, die sind den ganzen Tag dran, den Garten und die Hecken zu schneiden und müssen die ganze Zeit hier alles sauber machen, Alter. Junge, wild, 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 wild. One of the finest pieces of neoclassical architecture in France. And it was really largely unrestored. Ah, Neoklassismus oder was? Was hat er gerade gesagt? Was war das für eine Stilrichtung? And it was really largely pieces of neoclassical architecture. Ah, Neoklassismus. Ja, okay. Also nicht Barock. Okay. Ja, sieht man doch. Barock ist da. Ist ein bisschen schmucklos für Barock. Man sieht, dass es Neoklassismus ist. Ja. Der architektonisch interessierte Rivenzeit an der Stelle. In France. And it was really largely villager breeder. Unrestored. Since the Second World War. Ah, okay, wurde also nicht renoviert. There was no plumbing, there was the outside structure, but the inside was really untouched. Oh, Digga. Renovation in France is always a tricky thing, particularly when you've got a building like this, which is a national landmark. For example, I wanted to put a swimming pool in, and they said, oh, no French chateau has a swimming pool. So there was a lovely round reflecting pond that I said, oh, gee, it cracked. And so all of a sudden, that reflecting pond became much bigger round circle and a much deeper pond and all of a sudden became a heated swimming pool. Ganz wild. There are certain rooms where drama is really key and I think the dining room er muss halt so renovieren, ne? Er muss halt so. You can actually go for some real wow factor and that's really what I tried to do. Ja, ja, muss halt so renovieren, ne? In diesem Stil leider. Ist nicht meins. It was one of the few rooms that needed very little restoration other than adding electricity and paint. Es hat was. Ja, es hat was, aber es ist nicht meins, wenn ich ehrlich bin, Digga. Es ist nicht meins. For a couple months, but then all of a sudden the paint literally started rolling off the walls. And it was quite a staggering thing to watch sheets almost like wallpaper. Oh, Digga, die ganze Farbe sich abgeholt. Also es ist immer stressig, wenn man sowas halt macht, ne? Traditional paint on. We have 14 guest rooms in my bedroom. Ja, weiß ich nicht. Fühle ich halt nicht so. Ist nicht meins, ne? And there are still a couple more to do in the main chateau. But I wanted to make it not feel like it was a hotel. And so I consciously decided to decorate each room as if the different person were staying in there. So in one room I sort of imagined, gee, what if Virginia Woolf were staying here? Muss man mögen room, halt, ne? What if a French general were staying here? So each room has its own personality, its own theme, its own sense of... Diese geheime Tür hier, Digga, da auf Obacht, Jo Olli wohnt hinter dieser Tür. Color. Whenever I start a new project with a client, I talk to them about how they live. How they use their rooms. Caroli, danke schön für dein Zapf. Was geht? Danke schön. Willkommen. Their rooms. Do you feel comfortable putting your feet up on a table? Do you feel okay putting a glass down on a table and not worrying? Küche wieder geil, wenn ich leave a mark. I think when you live in a space that's too precious, that's too perfect, you don't feel comfortable. And I think that meins ist es nicht, Leute, aber man kann es ja machen. Ne? Müssen wir jetzt auch nicht weiter reindiven.